Und die Regeln sind, jeder schreibt seine eigene Antwort auf diese Tafel. Was hast du drauf geschrieben? Hallo Leute, das ist Melina. Und das ist Elena. Und zusammen sind wir die Joanne Twins. Willkommen zurück auf unserem Kanal und zu einem neuen Video von uns. Und zwar haben wir heute die Geschwister-Tag-Challenge für euch. Und zwar haben wir uns dafür so süße kleine Tafeln zurechtgelegt. Und wir werden das jetzt so machen, dass Elena die Fragen, die wir uns stellen, vorliest. Und dann schreibt jeder auf diese Tafel seine eigene Antwort. Also das heißt, wenn zum Beispiel die Frage gestellt wird, was ist dein Lieblingsessen, schreibe ich auf meine Tafel mein Lieblingsessen. Und ich auf meine Tafel mein Lieblingsessen. Und dann müssen wir aber das Lieblingsessen von der jeweils anderen Person erraten. Damit keiner schummelt. Wir glauben, dass sich dieses Video dann von selber erklärt, wenn wir das hier alles durchführen. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß und starten mit der ersten Frage. Here we go. Frage Nummer 1. Was ist deine Lieblingsfarbe? Okay, denk dran, deine... Ach, Scheiße. Ich wollte gerade deine Antwort Also, ich würde sagen, deine Lieblingsfarbe ist so rosa-pink. Ah, nein? Doch, aber ich hätte es ja auch geschrieben. Das war jetzt ein bisschen gemein. Okay, aber welche stimmt? Rosa oder also, pink? Rosa habe ich auch. Ja, weil ich das sagen. Die andere ist... Aber gut, das ist auch eigentlich... Also, schwarz und weiß, oder ist schwarz? Ja. Was gehört zu Farben, meine Leute? Ich bin ja eigentlich schon, aber meine Künstlerin hat immer gesagt, schwarz ist keine Farbe und weiß ist auch keine Farbe. Aber ja, schwarz und rosa ist richtig. Okay, und was ist meine Lieblingsfarbe? Also, ich habe das nämlich differenziert. Also ich weiß, dass du total gerne schwarze Sachen aufträgst, deswegen habe ich noch die schwarze Farbe bei mir aufgeschrieben, weil klamottenmäßig schwarz geht immer. Und ich würde so einrichtungsmäßig zum Beispiel dann eher auch auf rosa tendieren, weil unsere Zimmer halt rosa sind. Ja, richtig. Ist richtig? Ja, rosa. Was ist dein Lieblingsessen? Oh, das ist zu schwierig. Lieblingsessen? Das weiß ich bei mir selber nicht mehr. Ich esse alles gern. Ich würde sagen, dein Lieblingsessen ist Omelette mit Möhrenpommes. Falsch? Nein, das ist richtig, aber ich habe noch was geschrieben. Ja, cool. Omelette. Aber was für ein Omelette genau? Omelette mit Möhren und Zucchini. Und dann mit Möhrenpommes. Aber du hast noch, da muss noch ein Zusatz. Ein Zusatz? Alles, was Mama kocht. Oh, Mama, ja, du bist die Beste. Du kochst das beste Essen. Also alles, was auf dem Tisch ist, ist gut. Alles, was auf dem Tisch kommt. Okay, was war es bei mir? Auf jeden Fall was mit Nudeln. Ja. Melina liebt Nudeln über alles. Über alles. Und von immer helle Soße. Lieber keine rote Soße. Mhm. Und? Und? Ja! Ah! Wonach bist du süchtig? Diesmal brauche ich ein bisschen länger. Eindeutig, okay. Achso. Mhm. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, das Essen ist mir eingefallen, das war Schokolade. Ah! Aber es ist wahrscheinlich nicht. Oh! Klamotten! Ja! Schatten habe ich aufgeschrieben. Ich liebe Schokolade, das stimmt. Also so Mousse-Schokolade oder... Oh. Ja, ich bin erst vom Essen ausgegangen. Wenn man so vom Essen redet, bin ich schon ein bisschen süchtig nach Schokolade. Aber schaut mal richtig. Okay, da du ja gesagt hast, du bist vom Essen ausgegangen, hast du bestimmt was zu essen aufgeschrieben. Tatsächlich nicht. Ah! Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, aber das, also, das wäre auf jeden Fall eigentlich auch meine... Also ich habe sogar aufgeschrieben, aber das habe ich nicht aufgeschrieben. Aber ich bin auf Shoppen gar nicht gekommen. Okay, dann bist du süchtig nach... Nach... Ich muss sagen, das ist mir jetzt auch gerade erst eingefallen, dass ich diese Sucht habe. Nach Tomaten? Ah!
Wir haben noch gesagt, nichts zu essen. Ach ja. Aber sie ist nach Tomatensüchtig. Morgens auf jeden Fall. Ja, dann nach Film, nach DVD. Yeah! Yay! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich liebe DVDs. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Weiterführende? Ja. Okay. Fertig? Ich würde sagen, dein Lieblingsfach auf der weiterführenden Schule war Mathe, hinterher auf jeden Fall. Ja. Oh, und den besten Lehrer. Ich glaube, Kunst. Ja! Hast du beide aufgeschrieben? Ja, ja, witzig. Und bei mir? Deutsch und Latein. Ja, ich habe auch beide aufgeschrieben. Ja, das ist ja langweilig hier. Welchen Film muss man unbedingt mal gesehen haben? Ja, ich hätte jetzt bei dir gesagt... Ich hab's dir schon mal gesagt, das weiß ich. Ich hab dir das schon mal erzählt. Schindlers Liste. Ja, genau. Das ist wirklich... Und ich habe ihn noch nicht gesehen, ich muss es zu meinem Bedauern sagen. Immer wieder sage ich dir das, dass ihr den gucken muss, weil das ist wirklich, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, er ist traurig, ihr müsst euch darauf einlassen, aber dieser Film ist echt bombastisch. Heute Abend. Bestimmt, bestimmt. Bei dir würde ich sagen, der beste Film. Nein, nicht der beste. Der, ja, den man mal geguckt haben muss. Wie ein einziger Tag? Nee, den fandst du nur so mega schön. Ja, den wollte ich erst auch schon, aber das ist nicht, den muss man nicht unbedingt sehen, aber der ist sehr, sehr schön. Kann ich mir empfehlen. Ich weiß halt, was sie gerne guckt. Also so Marvel oder sowas geht halt auf Schnulzen. Horrorfilme gar nicht so, ne? Aber hab ich immer wegen ihr gucken. Aber welchen Film man gesehen haben muss? Gib mal einen Tipp, in welche Richtung geht's. Ich hab ihn nur wegen dir geguckt. Ich weiß es nicht. Die Synchronstimmen sind sehr schlecht gewesen. Oh, PS, ich liebe dich. Ah, nein! Ach, scheiße! Aber die... Ja, doch, ich weiß, das ultimative Geschenk. Ja. Ja, okay. Dass du, ich dachte, dass du den auch aufschreibst eigentlich erst. Habe ich gar nicht dran gedacht, muss ich jetzt gestehen. Also der ist wirklich sehr schön. Am Anfang, die Synchronstimmen sind wirklich überhaupt nicht zu erzählen. Wie bei PS, ich liebe dich. Boah, richtig schlecht. Aber die Aussage des Films ist einfach Hammer. Was wolltest du werden, als du klein warst? Hast du? Okay. Ach! Oh, das wollte ich gar nicht werden! Ja, Ende. Ich hab das auch geschrieben, was du werden wolltest. Ja, dann können wir ja gleich gucken, ob sie schummelt oder nicht. Scheiße. Dann schreib jetzt noch das auf, was du werden wolltest. Scheiße. Okay, also ich glaube, du wolltest Sängerin werden. Ja, auch mal eine Zeit. Prinzessin. Sängerin und wolltest du Friseurin werden? Nee, ich habe mich immer frisiert. Was wolltest du denn sonst werden? Sängerin? Ärztin? Nee. Ich kann keine Spritzen nehmen. Was denn? Ich weiß nicht, machst du Beruf. Was? Was? Was wolltest du denn werden? Malerin. Hä? Du wolltest ich habe immer gemalt und wollte meine Bilder verkaufen. Malerin? Ja, wirklich. Also zeig mir mal ein Freundesbuch, in dem Malerin drin steht. Boah, in jedem Buch steht das drin. Malerin. Na krass, da wäre ich mich gar nicht verkauft. Verkauft. Okay, was wollte ich werden? Modedesignerin. Ja, auch mal. Ah! Aber Lehrerin! Ärztin! Ja! Aber da warst du nicht klein. In der Grundschule warst du nicht klein. Grundschule ist klein. Nein, nein, da habe ich den Plan das erste Mal verworfen, dann wollte ich Modedesignerin werden. Weil Ärztin, da ist mir dann nämlich aufgefallen, ja, das ist klasse, dass ich keine Spritzen sehen kann. Und auch kein Blut. Die schlechteste Eigenschaft. Oh, jetzt müssen wir ehrlich sein hier, ne? Ja, das habe ich sogar aufgeschrieben. Also wenn man halt umgehen kann, ist es überhaupt kein Problem. Man redet einfach mit ihr morgens nicht, aber
Ausschlafen tut dir gut. Ja, ausschlafen tut mir wirklich gut. Ich hasse es, so früh aufzustehen und wenn mich dann schon jemand morgens zugequatscht oder mit guter Laune begrüßt. Ich rede sehr gerne. Das ist für mich wirklich ganz, ganz schlimm. Obwohl, man kann dich sogar zuquatschen. Du antwortest dann halt nur einfach nicht. Ja, stimmt. Man redet gegen die Wand. Man darf mit keiner Antwort rechnen. Bei dir, ich würde sagen, die schlechteste Eigenschaft ist dein Perfektionismus. Oh, richtig. Ja, ja. Da regt sie sich nämlich selber immer drüber auf, weil wenn etwas bei ihr nicht hundertprozentig richtig und vernünftig ist, nee, dann ist vorbei. Dann hält sie sich da 30 Stunden dran auf und jeder andere Mensch denkt so, oh, mach doch einfach. Aber es kann ja auch gut sein, so kommen nur perfekte Ergebnisse bei rum. Und bei mir? Ah! Welche Schuhgröße hast du? Ich schäme mich dafür. Deine Schuhgröße ist eine 39. Das war easy. So, das war's jetzt auch schon wieder mit unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet uns ein bisschen näher kennenlernen für die, die uns noch nicht so kennen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht ein kostenloses Abo, damit ihr keine Videos mehr von uns verpasst und wir uns hier bald auf diesem Kanal wiedersehen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, falls euch noch ein paar Fragen einfallen, die ihr uns gerne mal stellen wollt und die ihr gerne über uns erfahren wollt. Und dann schauen wir, dass wir die zeitnah beantworten. Wir hoffen, wir sehen euch in unserem nächsten Video wieder oder in einem der nächsten Videos und sagen dahin bye bye. Ciao!